The intelligence you brought back from the Titan confirms that Pacific Central Command is gone. Wiped by Chinese missile attack. This is all Chang's turf now. If there's anything left of our fleet, they're out there blind as bats. Appreciate the gravity of the situation, Captain. All the more reason to be careful. But putting her in the squad, Irish isn't gonna... Irish doesn't see the full picture. We're under extreme circumstances. She's going with you. Understood. Irish is a good guy. I'll keep an eye on him. Appreciate that, Pack. You got a long way to go, but you're leadership material. Thank you, Captain. Anything we need to know about the assault in the airfield? Yeah. Get Wrecker. Pack, Wrecker, I need you to follow me on this. We need to make sure our last missiles are put to good use. Assault the airfield. Eyes on the ground. Signal us when their planes are on the tarmac. We'll light those motherfuckers up and continue west through the strait. Copy that, Captain. Piece of cake. Pack. Wrecker. You might not make it. Many of your friends won't. But this is it. This is the shot we've got. Now the squad that gets to the airfield and lights their flare has 30 seconds to get out before we rain our missiles down. Copy. Do not become a friendly fire statistic. Anna. Let's go, Wrecker. Auf geht's. Let's go, Marines, let's go! Captain's orders, Irish. Whoa, 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 where do you think you're going? I volunteered. You volunteered, but who approved? Captain Garrison, take it up with him. You know about this? Do you speak Mandarin, Sergeant? Whether I do or don't, it's none of your concern, young lady. Look, I'm just trying to help. You'll back me up, right? In my opinion, bad fucking idea, Wrecker. She's a risk and a liability. Komm, Irish, bleib mal locker. Nee, bis jetzt war's auch mal ganz cool. Also bleib mal cool. Attention all hands. Stand by for Captain Garrison. Warriors on the Valkyrie. I know we're tired. All of us have suffered. Lost friends, loved ones. We will ensure it was not in vain. The storm has grounded enemy aircraft, but it won't be for long. We may be the only ship left, but we will not go down without a fight. Warum? We will steam west, strike the airfield under storm cover, and create a safe passage through the Singapore Strait. Strike with speed and courage. Let this storm carry us home. Schon wieder so eine Standard-Klischee-Action-Film-Shooter-Rede. Wir sind alle so müde. Und, boah, nee, komm. Hinaus auf den Ozean. Wow, wer schießt denn hier? Ja, ich wollte abdrehen, weil ich die Rampe nicht getroffen habe. Also heul nicht rum. Achso, das soll keine Rampe sein. Okay, dann... Lalala, dann folge ich doch mal dem Pfeil. Alle Mann raus! Was habe ich denn für Waffen? Ah, okay. Eine Zweitwaffe ist... Ja, schön. Ach, hier darf ich sogar wechseln, dann... Nee, komm, ich bleib mal bei dem, was mir gesagt wurde. Komm.
Lass dich von meiner Rex treffen. Die letzte Mission, habe ich übrigens gesehen, ist etwas über 50 Minuten lang. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mein Versprechen bezüglich der 2 Folgen pro Mission halte oder ob ich das nicht ausweit und variabel handhabe. Mal schauen. Cool, ich habe unendlich Munition. Nee, ich habe doch nicht unendlich Granaten, schade. Nein, Granate, weg hier. Kann ich nicht in den... Ich kann nicht in den Panzer. Verdammt, versuch's was wert. Dann bleibe ich halt hinterm Panzer in Deckung. Geh weg. Verpisst euch. Vor allem, wie könnt ihr da rumstehen und komisch gucken, wenn hier ein scheiß Panzer langfährt? Ich meine, wer übersieht denn bitte schön einen Panzer? Ein Panzer, Mann! Übrigens müssen wir bei der Mission auch mal ein bisschen aufpassen, Punkte zu sammeln, denn ich habe gesehen, in der Statistik hat der gute iType 2, der den Singleplayer schon durch hat, nicht die Gold... das Goldabzeichen gekriegt. Ich meine, das ist kein Problem, weil man ihn nur für Bronze und Silber die Waffen freischaltet. Aber ich hätte dann schon gerne Gold. Und da wir immer so ungefähr auf einem Niveau sind, manchmal eher ein bisschen besser, manchmal ich ein bisschen besser, müssen wir hier aufpassen. So, können wir nicht einfach drüber fahren mit dem Panzer? Sag ich doch. Schön. Wo ist er hin? Für die Rex hätte ich gerne ein Visier. Das hat ein ziemlich... Die Pistole hat leider ein ziemlich dickes Kimmelkorn-Kombination, sodass man da nicht allzu viel sehen kann. Oh, komm, Granate, wirklich. Verdammt, von hinten. Ja, da hätte ich gerne so ein... Ja, so ein Holo-Visier drauf oder ein Reflex. Oder wie heißt dieses neue? Ich glaube, Coyote oder so. Coyote. Das soll mega gut sein. Das habe ich aber bei noch keiner Waffe freigeschaltet. Ist das so gewollt, dass wir nur vom Chat hören? Ah, jetzt hören wir auch wieder normalen Text. Stirb. Der wirft natürlich noch seine Granate, ist ja klar. Ja, ja, ich laufe immer ein bisschen ohne Deckung lang. Ich meine, ich bin Wrecker, ich bin der Killer. Okay, 10% sind kritisch, da bleibe ich mal in Deckung. Ach komm, wie man die einfach nicht töten kann. Oh, keine Munition mehr. Ha, lol. Dann nehme ich mir einfach mal die Waffe hier so. Och, die sind ja alle tot. Ist ja lame. Nachladen. Hä? Von wo? Okay, ich hätte mehr in Deckung gehen müssen, schon klar. Aber von wo? Wow, Blendgranate.
Ich habe interessanterweise online noch keinen gesehen, der eine Blendgranate genutzt hat. Ich habe es zwar auch schon freigeschaltet, aber benutzt? Nö. Keine Ahnung warum. Ist irgendwie nicht so effektiv, glaube ich. Drehst du dich weg und dann hast du halt keinen Effekt mehr, ne? Ach komm, jetzt... So, dreimal gestorben, dann muss es reichen, ja? Ich ziehe hiermit einen Sterbeschlussstrich. Ich werde sowas von krepieren, noch 2%. Vor allem, wenn ich nicht sehe, die KI, die kann mich natürlich trotzdem treffen. Ich meine, das ist eine KI. Der ist das egal, ob man sehen kann. Komm, wie sie da alle angerannt kommen. Jetzt müsste man eine Sniper haben. Ach, wir haben noch so... Ach, doch, doch, dann ist das natürlich... Wir haben sogar eine Waffenkiste hier, dann können wir natürlich... Moment. So. Dann ist das ja was anderes. Dann können wir einfach... Zack. Ach komm. Wie die einfach treffen auf die Distanz. Da hat sich mein Spiel einfach minimiert. Ist das komisch. Also Battlefield läuft bei mir überhaupt nicht rund. Aber jetzt auf ein neues. Ich rushe. Lol, wo kommt der auf einmal her? Spawn einfach mal neben mir und werf eine Granate direkt neben dich, du Genius. Fresst Granaten. Aua, 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 Deckung. Ich weiß ja nicht mal, wer da schießt. Weißt du, das sind einfach 10.000 Feinde, die auf einmal schießen. Okay, Granate war kein Problem. Aber jetzt machen bitte den da kaputt. Ja, mach den mal kaputt. Die Anti-Air bitte einmal. Danke. Oha, fancy Musik. Knife. Die ist da wieder mega verbuggt, das Knife. Und jetzt habe ich direkt mal 20% weniger dadurch. Weil der mich noch einmal treffen konnte, weil er nicht richtig ausgeführt hat, den Knife-Angriff. So, das Ding ist weg. Wo ist er? Da war doch noch einer, komm. Den möchte ich auch noch haben. Unheimlich unauffällig wäre wieder vordringen, das ist echt krass. Den renne ich mal hinterher. Nein! Und fall direkt mal hier runter. Ach, hallo. Sind hier noch mehr? Ich sehe gerade keinen auf meiner Karte. Oh cool, da sind ja noch mehr. Wollte einmal außen rumlaufen, ha. Nicht mit mir. So, jetzt gehe ich mal eben da hoch.
Wenn ich nicht wieder runterfall, heißt das. Hoch. Drehen. Ach so, die. Ah, okay. Die sind nur bis hier gegangen. Warum auch immer sie dann überhaupt hochgegangen sind. Ah, hier geht's noch höher. Schön zu wissen. Kann man vielleicht irgendwas abgreifen? Ein Doc-Tag oder eine Extra-Waffe? Und warum sagen die, oh shit? Hm, hier gibt's keinen Doc-Tag. Vielleicht hier unten? Komm, die bauen noch nicht so ein Gerüst, ohne irgendwie was im Hinterkopf zu haben. Aber anscheinend schon. Gut, dann rücken wir mal weiter vor, eben nochmal ein bisschen Muni. Und los. Da geht's aber nicht drüber, das ist alles gesperrt. Okay, und jetzt? Hallo? Darf ich den Tank vielleicht mal eben kurz haben und das Ding kommt? Ah. Okay. Yeah, jetzt geht's ab. Jetzt wird die Stadt zerstört. Achso, das ist leerstehend. Dann nehme ich natürlich die Infanterie hier erstmal ins Ziel oder den feindlichen. Ach komm, steh doch nicht im Weg rum, du scheiß Panzermann. So, der ist kaputt. Hat auch wie im Multiplayer 3 Schuss gebraucht. Ja, danke, dass du auch noch winkst. Der schießt gerade mit der Airburst auf mich, aber ich sehe ihn nicht. Ich habe mich selbst... Oh, wo kommt der denn her? Zwei Schuss in die Seite, schön. Hat gereicht. Wie viele von denen haben die denn? Na, siehst du, den haben wir jetzt einmal von vorne getroffen, dann reicht es nicht mehr, zweimal zu schießen. Kann mich bitte einmal kurz jemand reparieren? Anscheinend nicht. Und kaputt ist es. Aber wir haben ja hinten noch ein Fahrzeug gehabt. Da renne ich mal kurz hin. Man weiß ja nie, wofür man das Ding noch gebrauchen kann. Geradeaus oder links? Ich fahr mal geradeaus. Komm. Na, darf ich da überhaupt lang? Ja, darf ich. Aber dann geht's doch links. Verdammt. Da wollte gerade eben jemand unten dran gehen. Jetzt hätte mich echt interessiert, ob der dann auch C4 dran geklatscht hätte. Wie so ein Multiplayer-Soldat das halt macht. Kaputt. So, dann greift von hier unten noch jemand an. Infanterist eliminiert. Ach, guck mal, da ist noch so ein Ding. Und kaputt. Man muss natürlich auch immer dran denken, die Zweitwaffe zu nehmen. Das habe ich bis gerade eben kurz vergessen. Und jetzt kenne ich natürlich auch den Abschnitt hier aus dem Multiplayer, ganz klar. Und da kommen wir nicht lang über die Barrieren. Ja, den Control-Button hier, den haben wir. Hallo? So, da werden die Panzerbarrieren runtergefahren, so muss es sein. Oha, guckt euch das mal an, was wir jetzt alles mitnehmen können. Wir können Airburst mitnehmen, C4, Claymore.
alles. Schön. Dann nehmen wir mal ganz standardmäßig RPG mit und Airburst auch mal, weil das gegen Infanterie ganz cool ist. Und da kommt natürlich wieder eine Granate direkt neben mich geflogen. Wie das doch so gerne mal ist. Wow. Hä, wo ist der Panzer hin? Hi. Habe ich da auch irgendwie ein Reparaturwerkzeug? Na, ich hätte C4 nehmen können oder ich könnte noch C4 nehmen und dann eben rausrennen. Für den Panzer. Aber es reicht ja auch so einen Schuss noch, dann ist er kaputt. Wenn mich mein Gefühl nicht täuscht. Oder er wurde repariert. Aber jetzt ist er kaputt. Ach komm, hat die Bitch ihn abgefangen. Ja, dieses Level, diese Mission ist geprägt von ganz vielen Toden, die ich erleide.